Guten Morgen und herzlich willkommen zum Livestream vom Android-Kurs. Ich hoffe, Sie sind alle ausgeschlafen dabei und wenn Sie Lust haben, können Sie kurz im Chat Hallo sagen. Dann weiß ich wieder, dass alles technisch funktioniert und dass Sie dabei sind und dann können wir auch gleich in die Vorlesung, Stream, was auch immer, einsteigen. Also vielleicht ganz kurz ein Hallo, wenn Sie möchten, im Chat hinterlassen. Wenn Sie wollen, können Sie Fragen oder Feedback jederzeit in dem Twitch-Chat posten oder, wenn Ihnen das lieber ist, auch in den Rocket-Chat von der Uni Regensburg reinschreiben. Und dann sehe ich beides und würde mich dann auch bei Ihnen melden. Ganz besonders begrüße ich die von Ihnen, die vielleicht im Rahmen von dem Schnupperstudium in dieser Woche bei uns sind. Kurz zur Info für alle anderen. Die Uni Regensburg bietet in dieser Woche Schülern, Schülerinnen oder allgemein Studieninteressierten die Möglichkeit, in so ein paar Kurse reinzuschauen. Und auch in diesem Kurs kann man kurz mal reinschauen und sich anschauen, was die Medieninformatik da so macht. Und falls Sie aus dem Grund hier sind, nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Wenn Sie vielleicht als Studieninteressierte oder Studieninteressierte hier sind, dann würde ich Ihnen auch raten, wenn Sie irgendwie Fragen haben, die vielleicht eher so das allgemeine Studium oder sowas betreffen, wenden Sie sich doch einfach mal an die anderen Leute im Chat. Ich glaube, da sind auf jeden Fall auch einige aus Regensburg da und können Ihnen bestimmt so ein paar Hinweise oder Erfahrungen geben. Was haben wir heute vor zusammen? Ich würde gerne mit Ihnen zusammen am Anfang wieder so einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Woche, Ihnen kurz sagen, was in dieser Woche auf Sie zukommt. Und dann würde ich gerne mit Ihnen mir die aktuelle Übungsaufgabe anschauen. Die ist wieder mal ein bisschen komplizierter. Sie kennen das mittlerweile, wenn wir irgendwie was Interessantes machen wollen in Android, müssen wir relativ viel drumherum um den eigentlichen Use Case bauen. Und das ist auch diese Woche, wenn wir uns mit Location-Based Services beschäftigen, wieder der Fall. Das heißt, die Übungsaufgabe ist wieder ein bisschen komplizierter. Die ist relativ viel Code, den wir Ihnen vorgegeben haben, auch ausgestattet. Und ich werde jetzt heute diese Sitzung nutzen, um Ihnen so einen kleinen Überblick darüber zu geben, wie diese Aufgabe aufgebaut ist, was da vielleicht gewisse Hintergedanken hinter dem Software-Design, das wir Ihnen vorgegeben haben, sind. Und wir werden auch so ein paar erste Schritte in diese Aufgabe hineinmachen und sie gemeinsam programmieren. Ziel sollte dann sein, dass Sie vielleicht ein bisschen besser in diese Aufgabe reinkommen und dass Sie dann auch selbstständig eine gute Lösung implementieren können. Wir fangen am besten mal damit an, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick darüber gebe, was so in den letzten Wochen passiert ist und was Sie vielleicht jetzt schon aus diesem Kurs mitgenommen haben sollten. Dazu blende ich kurz meinen Desktop ein und dann gehen wir wieder, wie gehabt, diese paar Folien durch. Das kennen Sie mittlerweile. Was waren so die wichtigsten Sachen aus der letzten Woche? Sie haben sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Sie Ihre eigene Anwendung in das Ökosystem von Android integrieren können, beziehungsweise wie Sie mit anderen Apps, die auf dem Smartphone installiert sind, kommunizieren können. Wir haben da einmal dieses Prinzip der impliziten Intents kennengelernt, mit denen wir eine Aufgabe aus unserer Anwendung raus auslagern können. Wir haben das gemacht zum Beispiel in dieser kleinen Bookmarks-Demo, in der wir ein Lesezeichen, was wir in unserer App gespeichert haben, dann durch einen Browser haben öffnen bzw. anzeigen lassen. Also wir können Operationen, die wir nicht selber durchführen möchten, in unserer Anwendung an andere Anwendungen übergeben, implizit. Das heißt, wir sagen nur, wir wollen eine bestimmte Aktion erledigt haben und das Android-System entscheidet sich dann oder sucht dann eine passende App raus, die diese Aufgabe dann erledigen kann. Das funktioniert deshalb, weil es diese Intent-Filter gibt, mit denen wir, aber auch andere Leute, Activities unserer Anwendung für bestimmte Aufgaben anbieten können. Wir können sagen, unsere App beinhaltet eine bestimmte Funktion, die wir für andere Apps bereitstellen möchten. Und wenn diese Aufgabe anfällt, dann kann unsere Activity für das Erledigen dieser Aufgabe aufgerufen werden. Auch das haben wir in diesem Mini-Beispiel mit den Bookmarks gesehen. Da waren wir der Empfänger für diese Teilen-Events aus dem Browser. Wir haben unsere App angeboten, solche Events abzufangen und haben dann das, was der Browser uns dann über diesen Intent mitgeteilt hat, in unsere Datenbank abgespeichert, um das dann später wieder im Browser zu öffnen.
Was Sie sich im Rahmen von der Übungsaufgabe, und da ging es ja um die Kommunikation einmal mit der Kamera-App und mit dieser Galerie-App, um auf zwei verschiedene Art und Weisen Bilder in Ihrer Anwendung zu laden, angeschaut haben, ist auch so ein bisschen das Datei- bzw. das Dateisystem. Und da sollten Sie mitgenommen haben, dass Sie wieder neue Permissions brauchen, um auf überhaupt erstmal lesend oder schreibend auf das Dateisystem zuzugreifen, und dass wir dann zusätzliche Manifest mit diesem File-Provider auch konfigurieren müssen im Vorfeld, welche Teilbereiche des Dateisystems wir denn tatsächlich nutzen möchten. Also das sind so die Sachen, die Sie aus der letzten Woche haben mitnehmen sollen. Und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit einem eigentlich sehr, sehr interessanten Thema, was so langsam, und wir sind ja auch erst in der 9. Woche vom Kurs, vielleicht so ein bisschen genauer zeigt, was denn eigentlich das Besondere von jetzt irgendwie Smartphones als Formfaktor oder Plattform für Software ist. Denn eine Sache, die Sie in diesem Ausmaß vielleicht auf einem Desktop-Rechner oder auf einem Laptop nicht haben, sind die Hardware-Sensoren, die in so einem Smartphone eingebaut sind. Also mit einem Smartphone können Sie viel stärker Kontextinformationen und vor allem Informationen über den physikalischen Kontext des Gerätes in dem Moment, wo es genutzt wird, auslesen bzw. verarbeiten. Sie können relativ leicht feststellen, wo sich die Nutzer und Nutzerinnen gerade befinden. Sie können herausfinden, in was für einer Umgebung die vielleicht sind, wenn das Gerät sowas wie Temperatursensoren verbaut hat. Sie können die Lage des Geräts im physikalischen Raum und seine Beschleunigung, also Bewegung, messen. Das heißt, diese Sensoren, die es in diesem Sinne wahrscheinlich auch in anderen Geräten gibt, aber vielleicht nicht in diesem Ausmaß und in dieser weiten Verbreitung, die können wir in unsere Anwendung integrieren. Und das Android Framework bietet uns da verschiedene und auch eigentlich recht leichte Möglichkeiten, die Werte dieser Sensoren in unsere Anwendung eben für bestimmte Use Cases zu integrieren. Also Sie können vielleicht irgendwie ein Spiel implementieren, was durch Bewegung des Geräts gesteuert wird. Sie können vielleicht eine Anwendung implementieren, die Kontextinformationen zu dem aktuellen Ort, an dem sich die Nutzer und Nutzerinnen befinden, einblendet, und können da dann vielleicht ein bisschen stärker als auf anderen Plattformen eben tatsächlich diesen Kontext als Teil von ihren Anwendungsideen integrieren. Was Sie in dieser Woche lernen werden, ist, wie Sie auf diese unterschiedlichen Sensoren zugreifen können und wie Sie vor allem auch regelmäßige Updates über deren Wertveränderung in Ihre Anwendung integrieren können. Also wie kriegen Sie zum Beispiel mit, dass sich Nutzer und Nutzerinnen bewegen, dass die Position des Geräts sich verändert. Sie lernen, wie Sie auf besonders geschützte Systemfunktionen zugreifen können, denn manchmal reicht es nicht, eine Permission im Manifest einzutragen, sondern Sie müssen diese ganz bewusst vom Nutzer oder von der Nutzerin freigeben lassen. Damit werden wir uns in der Woche beschäftigen. Und Sie erhalten dann vielleicht so ein bisschen als theoretischen Überbau auch nochmal eine Übersicht darüber, was man denn jetzt eigentlich mit diesen unterschiedlichen Sensoren, die so klassischerweise in einem Android-Gerät eingebaut sind, denn tatsächlich jetzt für neue Anwendungsmöglichkeiten sich erschließen kann. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Dieser Kurs soll auch so ein bisschen über das rein Technische hinausgehen. Also es ist schön und gut, wenn Sie wissen, wie Android funktioniert und wie Sie jetzt irgendwie auf den kleinsten Sensor auf dem Gerät regelmäßig zugreifen können. Aber eigentlich wird es ja erst interessant, wenn sich so ein bisschen für Sie erschließt, was Sie damit eigentlich machen können. Also was für Software können wir jetzt speziell für eben sowas wie den mobilen Kontext entwickeln, und warum sind diese Sensoren dafür vielleicht unbedingt sehr wichtig? Also wir erschließen auch so ein bisschen konkrete Anwendungsmöglichkeiten, die sich aus diesen Sensoren ergeben. Behalten Sie im Laufe der Woche mal so ein paar Fragen im Hinterkopf, die Sie am Ende beantworten können sollten. Zum Beispiel sowas, wie Sie denn jetzt explizit Permissions durch die Nutzer und Nutzerinnen freigeben lassen können. Das werden wir uns jetzt auch in hier dem Stream heute gemeinsam anschauen. Sie sollten am Ende vielleicht tatsächlich so ein bisschen eine Antwort darauf haben oder vielleicht sogar eine eigene Idee schon haben im Hinterkopf, was man denn mit diesen Location-Informationen oder mit diesen anderen Sensoren dann tatsächlich anstellen kann auf so einem inhaltlichen Level. Sie sollten,
wissen, wie sie im Allgemeinen vielleicht auf tatsächlich diese Sensoren dann auch in regelmäßigen Updates zugreifen können, vor allem wenn sich diese Sensoren dann eben entsprechend verändern zur Laufzeit. Sie sollten wissen, was für Strukturen Android anbietet, um diesen Zugriff auf diese Hardware-Sensoren für uns als Entwickler und Entwicklerinnen möglichst leicht zu gestalten, denn sie werden sehen, dass da eine gewisse Art der Abstraktion stattfindet. Also sie werden in der Regel nicht mit der Hardware interagieren müssen, die irgendwo als Chip auf dem oder in dem Smartphone verbaut ist, sondern natürlich geschieht da eine gewisse Abstraktion, sodass sie das dann über entsprechende APIs zugreifen bzw. verwenden können. Und die Art und Weise, wie das Android-Framework das dann tatsächlich macht, diese Hardware-Abstraktion und wie sie das auch vor allem gleich für alle Sensoren macht, das sollten sie am Ende auch irgendwie so grob beschreiben können. Was wir uns auch anschauen werden und was sie so in groben Zügen dann am Ende der Woche auch selber schon mal ausprobiert haben sollten, ist, wie sie diese Hardware-Sensoren, die ja tatsächlich dann auf einem physikalischen Kontext beruhen. Also wir brauchen irgendwie GPS-Informationen, um herauszufinden, wo wir gerade sind. Wir brauchen irgendwie ein Gerät, was sich im physikalischen Raum bewegt, um den Beschleunigungssensor abzugreifen. Wie wir das alles ohne ein physikalisches Smartphone testen können. Also was für Möglichkeiten bietet der Emulator, zumindest im gewissen Rahmen, diese ganzen Sachen auch auszuprobieren. Wir schauen uns das Ganze, wie gesagt, mit einer relativ umfangreichen Aufgabe an. Was Sie implementieren sollen oder besser gesagt, was Sie vervollständigen sollen, ist eine Anwendung, die Nutzern und Nutzerinnen eine Liste von Sehenswürdigkeiten in Anführungsstrichen auf dem Campus der Uni Regensburg anzeigt. Nutzer und Nutzerinnen können eins dieser Ziele auswählen und werden dann über einen Kompass und eine Entfernungsangabe zu diesem Ziel navigiert. Also wir bauen so ein ganz, ganz einfaches Navigationsgerät, was einfach immer die richtige Himmelsrichtung zum ausgewählten Ziel anzeigt und das natürlich auch bei Positions- oder Richtungsveränderungen entsprechend aktualisiert. Das ist ein bisschen komplizierter. Die Aufgabe ist auch ein bisschen komplizierter, weil wir relativ viel für Sie vorgegeben haben, sodass Sie sich auf diesen Navigationsaspekt konzentrieren können. Und deshalb würde ich das gerne auch gemeinsam mit Ihnen jetzt anfangen und Ihnen so die Möglichkeit geben, dass Sie dann mit einer guten Grundlage auch in die restliche Implementierung der Aufgabe einsteigen können. Bevor ich das mache, würde ich gerne ganz kurz Ihnen nochmal zwei andere Beispiele zeigen. Also nicht ausführlich, sondern nur kurz hinsichtlich des Emulators bzw. der Verwendung vom Emulator zum Ausprobieren von diesen Aufgaben. Und dazu wechsle ich jetzt wieder auf meinen Desktop, nachdem ich das eingerichtet habe, und zeige Ihnen jetzt zuerst das erste Vorlesungsbeispiel, was Sie auch im Ilias-Kurs finden. Das ist das, was Sie jetzt hier sehen. Das ist so eine ganz einfache Location-App, die den aktuellen Ort, an dem sich das Gerät befindet, in Form von GPS-Koordinaten, Breiten- und Längengraden anzeigt und zusätzlich aus diesen Angaben eine lesbare Adresse generiert über das Geocoding. Ich starte die App mal neu und dann starte ich mal hier diese Positionsbestimmung über den Schalter und auch das Geocoding. Wir haben hier die letztbekannte Location angezeigt und sobald sich der Nutzer oder die Nutzerin jetzt bewegen würde, würden wir hier auch dann eine entsprechende Adresse anzeigen. Den Code können Sie sich in Ruhe selber anschauen. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz zeigen, wie Sie so eine App ausprobieren können. Weil das Problem ist, ich habe jetzt hier meinen Emulator. Sie vertrauen mir jetzt einfach mal, dass dieser Code tatsächlich dafür sorgt, dass hier auch immer die aktuelle Position angezeigt wird. Aber ich kann jetzt meinen Laptop irgendwie nicht rumbewegen oder meinen Computer hier nicht rumbewegen und ein GPS-Empfänger ist da eh nicht dran. Also wie kann ich, wenn ich so eine App geschrieben habe, die auf Location-Daten basiert, das ausprobieren? Das kann ich machen, indem ich hier unten auf die Extended Controls von dem Emulator klicke und dann sehen Sie hier ganz oben auch schon ausgewählt diesen ersten Reiter Location. Und was Sie mit diesem Tool machen können, ist, Sie können
irgendeine beliebige Position auf dieser Karte auswählen. Also wir können ja mal, auch wenn wir jetzt alle gar nicht da sind, irgendwo an die Uni Regensburg uns bewegen. Also ich setze mich hier mal vor das PT hin und dann kann ich, Entschuldigung, falsche Reiter, müssen hier oben auf Single Points erstmal gehen und dann gehe ich aber wieder zurück zum PT, setze mich davor und dann kann ich diesen Ort, den ich hier auf der Karte ausgewählt habe, als Position in meinem Smartphone setzen. Also ich kann selber GPS-Empfänger spielen und dem Emulator vorgaukeln bzw. vormachen, dass ich mich an einem bestimmten Ort befinde. Das kann ich mit beliebigen Orten machen und Sie sehen, hier ändert sich dann immer die Angabe live in dem Emulator. Die Adresse ändert sich nicht unbedingt, wenn wir uns nicht ein bisschen weiter weg bewegen, aber ich kann mich ja mal hier unten hinstellen. Dann sehen Sie, dass auch dieses Geocoding sich so ein bisschen anpasst. Also aus diesen Längen- und Breitengraden werden dann im Code über den Google Geocoding-Dienst diese menschenlesbaren Adressen generiert. Das Wichtige ist erstmal, wir können mit dem Emulator solche GPS-Informationen faken bzw. emulieren und damit dann auch solche Anwendungen testen. Und das ist auch ein bisschen komfortabler noch, als dass ich irgendwelche einzelnen Punkte setze, weil in der Regel solche Location-Based Services ja darauf basieren, dass die Nutzer und Nutzerinnen sich auch ein bisschen bewegen. Und deshalb kann ich zum Beispiel auch Routen definieren. Ich bewege mich jetzt hier oben irgendwie aus den Naturwissenschaften über den Unicampus in Regensburg bis zum Vielbert-Gebäude und dann kann ich diese Route auch in etwas schnellerer Geschwindigkeit tatsächlich abspielen und dann ändert sich entsprechend auch die Position, die mein Emulator aktuell glaubt zu haben. Also ich kann durch solche Routen dann auch tatsächlich Bewegung emulieren und damit das nachspielen, was passieren würde, wenn ich jetzt diese App auf meinem richtigen Smartphone installieren würde, nach Regensburg fahren würde und über den Campus laufen könnte. Also merken Sie sich das mal als Möglichkeit, wie Sie dann auch zum Beispiel die Übungsaufgabe nachspielen können, wenn Sie sich jetzt nicht unbedingt an den Campus in Regensburg bewegen möchten und wie Sie im Allgemeinen solche Location-Based Services dann ja ausprobieren können. Ganz kurzer Hinweis noch, diese Emulatoren oder dieser Emulator und die entsprechenden Tools, die sind schon sehr mächtig, gerade wenn Sie vielleicht das kennen, wie das vor ein paar Jahren noch war, dann ist das super komfortabel und Sie können ganz, ganz viel ausprobieren und Sie können Bewegungen emulieren, Sie können super leicht irgendwelche Routen definieren. Trotzdem sollten Sie sich immer im Hinterkopf, sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass man so richtig diese Sachen, diese Location-Based Services wirklich nur mit physikalischen Geräten testen kann. Und das liegt gar nicht so sehr an den Sensoren selber. Also ob jetzt hier dieses GPS-Signal von irgendeinem Satelliten kommt oder ob es hier irgendwie reingefaked wird, das ist der App egal. Das Problem ist der Kontext, in dem das Ganze passiert. Also was ist zum Beispiel, wenn das Smartphone die ganze Zeit hin und her bewegt wird beim Laufen und deshalb vielleicht irgendwie ihr Kompass, den sie eingeblendet haben, völlig verrückt spielt und schlecht funktioniert? Oder was ist, wenn vielleicht in der realen Welt dann die Genauigkeit der Signale nicht gut genug sind, um ihren Anwendungsfall tatsächlich umzusetzen. Das heißt, so richtig wissen, ob ihre Idee funktioniert, werden sie erst dann, wenn sie das Ganze auf einem richtigen Gerät testen. Aber vieles kann man auch auf dem Emulator ausprobieren. Was man auch auf dem Emulator ausprobieren kann, neben diesen Geoposition, also neben der Location, an dem wir uns gerade befinden, sind die anderen Sensoren, die in so einem Smartphone eingebaut sind. Und dafür habe ich ein zweites Beispiel für Sie vorbereitet. Das finden Sie auch in dem Ilias-Kurs zum Download. Das starte ich jetzt auch mal schnell auf dem Emulator und zeige Ihnen das auch noch kurz. Das ist diese Sensor-App, die Sie jetzt hier sehen. Was macht die? Die liest alle Sensoren aus, die auf dem Smartphone vorhanden sind. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise uns irgendwelche Werte zurückgibt, wird in dieser Liste angezeigt. Und es werden auch immer die aktuellen Werte
angezeigt, die dieser Sensor hat. Also Sie sehen, das ist, schaut ein bisschen komisch aus, weil die sich so ständig aktualisieren, diese Werte, und dann diese Liste ständig refreshed werden muss. Und ist auch gar nicht so wichtig, was das alles für Sensoren sind. Nur Sie haben hier ein Beispiel, was Sie sich auch im Code anschauen können, mit denen Sie dann auch auf die anderen Sensoren, die eben jetzt keine GPS-Informationen oder sowas liefern, zugreifen können. Das ist dann zum Beispiel der Beschleunigungssensor oder der magnetische Kompass, der in manchen Geräten eingebaut ist. Wir haben sowas wie einen Lichtsensor, also einen Helligkeitssensor, der in vielen Geräten eingebaut ist, Temperatursensoren und so weiter. Die finden Sie vielleicht nicht alle in diesem Umfang auf Ihrem Gerät, wenn Sie das mal ausprobieren. Der Emulator bietet einfach alles an, was theoretisch in einem Android-Gerät verbaut werden könnte. Wenn Sie das emulieren wollen, also wenn Sie zum Beispiel ein Spiel haben, was mit dem Beschleunigungssensor gesteuert wird, ich bewege mein Smartphone in eine bestimmte Richtung, dadurch steuere ich vielleicht irgendwie eine Spielfigur, dann können Sie auch das in diesem Emulator testen. Also genauso wie es die Möglichkeit gibt, Fake-Informationen für die Location zu platzieren, können Sie auch, und das finden Sie hier unter Virtual Sensor, Fake-Daten für die anderen, zum Beispiel Lagesensoren des Gerätes tatsächlich faken. Also wenn ich hier zum Beispiel dieses Smartphone bewege, das ist, finde ich, super nett gemacht, dann ändere ich damit auch die Sensoren bzw. die Sensorwerte von diesem emulierten Android-Gerät. Sie sehen dann auch, dass der Emulator sich automatisch in der Orientierung anpasst. Und wenn ich es ein bisschen weniger stark bewege, dann sehen Sie, dass hier zum Beispiel die Werte von dem Beschleunigungssensor sich entsprechend anpassen. Also auch das können Sie, wenn Sie wollen, relativ gut mit dem Emulator testen. Und natürlich gibt es hier auch noch irgendwie andere Sensoren, die Sie testen können. Also ich kann zum Beispiel hier den Lichtsensor, wo war der? Da unten, anpassen, und dann wird auch der emuliert bzw. nachgebildet. Das sind zwei Beispiele, die Sie in dem Ilias-Kurs, wie gesagt, als Code finden, können Sie her sich herunterladen, im Android Studio öffnen und ein bisschen damit rumspielen. Und da finden Sie dann auch Teile von dem, was Sie vielleicht für die Übungsaufgabe brauchen. Diese Übungsaufgabe, die würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen anschauen. Und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und ich werde Ihnen jetzt einfach mal kurz ein bisschen beschreiben, was diese Sightseer-App eigentlich tun soll. Dann werfen wir einen Blick darauf, wie die Nutzer und Nutzerinnen diese Anwendung wahrnehmen werden. Dann werfen wir einen Blick darauf, wie wir als Programmierer und Programmiererinnen auf diese App schauen, also wie die Codestruktur ausschaut, gerade die, die wir Ihnen vorgegeben haben. Und dann werden wir den ersten Schritt oder die erste Schritte mit der Übungsaufgabe gemeinsam machen, damit Sie auch so ein bisschen sehen, wo Sie vielleicht anfangen können mit der Implementierung der Aufgabe und dann auch schon ein gutes Grundgerüst haben, um in die weitere Implementierung einzusteigen. Fangen wir mal damit an, dass ich Ihnen ganz kurz zeige, wie diese App funktionieren soll. Also nochmal, die Idee ist, wir haben so eine Art Reiseführer für den Unicampus. Die App stellt eine Liste von, in Anführungsstrichen, Sehenswürdigkeiten dar. Wenn Sie schon mal in Regensburg waren, dann kennen Sie vielleicht so ein paar Sachen. Wir haben ein Rechenzentrum, wir haben eine Zentralbibliothek, wir haben eine Mensa. Das sind die tollsten Orte auf dem Campus. Und wir erlauben es, mit dieser App zu diesen Orten zu finden, in denen Nutzer und Nutzerinnen auf diese Orte draufklicken, auf die Liste, und dann auf einer zweiten Activity über so einen Kompass zu diesem Ort hin navigiert werden. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht, wo man das sieht. Es fängt damit an, dass die Nutzer und Nutzerinnen zuallererst uns die Einverständnis einräumen müssen, dass wir tatsächlich auf die Location-Sensoren und deren Werte zugreifen können. Das war dieser Dialog, den Sie gesehen haben. Dann wird die Liste mit den Zielen eingeblendet. Wir klicken auf eins drauf, zum Beispiel das Vielbert-Gebäude, und dann bewegen wir uns auf dem Campus. Und Sie sehen, dass dann in dieser zweiten Activity die Distanz zum Ziel sich entsprechend immer ändert und aktualisiert wird. Und wenn wir uns dann ein bisschen rumbewegen, dann ändert sich auch diese Kompassnadel. Das
Schaut jetzt nicht ganz so toll aus, weil ich es auf dem Emulator abgespielt habe. Dementsprechend sind diese Bewegungen nicht so flüssig, aber das ist das Prinzip, was hinter dieser App steht. Aus Perspektive von den Nutzern und Nutzerinnen ist das ein relativ einfacher Vorgang. Ich starte die App, dann werde ich gefragt, möchte ich erlauben, dass diese App auf die Locations zugreift? Wenn das der Fall ist, sehe ich die Liste an Sehenswürdigkeiten. Ich suche mir den Ort aus, zu dem ich hin möchte, und dann werde ich auf einer zweiten Activity dahin navigiert. Ich kann mich orientieren, indem ich mich in irgendeine Richtung bewege und dann mit der Kompassnadel versuche, immer das Ziel tatsächlich anzupeilen. Und ich sehe, dass ich mich dem Ort nähere, weil die Distanz immer weniger wird. Also ein relativ einfacher Vorgang aus Sicht der Nutzer und Nutzerin. Ich zeige Ihnen jetzt auf der nächsten Folie, wie sich das Ganze aus Ihrer Sicht als Programmierer und Programmiererin dann tatsächlich zeigt, wenn Sie sich mit dem Startercode beschäftigen, den wir Ihnen vorgestellt haben. Der ist nämlich wesentlich komplizierter. Was Sie hier sehen, sind alle Klassen und Interfaces, die wir Ihnen vorgegeben haben, um diese Aufgabe zu implementieren. Also dieser recht einfache Use Case, wähle einen Ort aus und zeig mir die Distanz und die Richtung zu dem an, wird intern bereitgestellt durch diese große Menge an Klassen und Interfaces. Das Gute ist, Sie müssen keine weiteren Klassen ergänzen, um die Aufgabe zu lösen. Das heißt, wir haben Ihnen schon eine Struktur vorgegeben, an der Sie nur an bestimmten Stellen weitere Funktionalität ergänzen müssen. Das Schlechte ist, Sie müssen erstmal einen Überblick bekommen über das, was wir Ihnen hier eigentlich präsentiert haben, bevor Sie selber anfangen können zu coden. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen kurz besprechen. Also ich möchte Ihnen jetzt das Software-Design dieser Anwendung kurz vorstellen. Und das mache ich mit Hilfe von dieser schematischen Übersicht. Ganz kurz, wie ist das aufgebaut? Das ist so eine vielleicht irgendwie so ein bisschen an UML angelegte, vereinfachte Darstellung. Jedes dieser Kästchen steht entweder für eine Klasse oder ein Interface, die wir in unserer Anwendung verwenden. Die Pfeile zeigen die Beziehung zwischen diesen Klassen an und diese kleinen Labels zeigen dann die Art der Beziehung an. Also diese Activity zum Beispiel nutzt wohl diesen Adapter, weil das hier steht. Und dieser Adapter zeigt Elemente von diesem Typen an. Ich habe Ihnen diese unterschiedlichen Klassen mit unterschiedlichen Farben markiert, um die drei großen Bereiche, die es in dieser Anwendung gibt, ein bisschen aufzuteilen. Wir haben einmal so eine Reihe von Hilfsklassen. Das sind diese orange markierten Elemente, die jetzt weniger was mit dem konkreten Anwendungsablauf zu tun haben und die eigentlich nur dafür dienen, dass wir bestimmte Sachen auslagern können, bestimmte Aktionen auslagern können, bestimmte Konfigurationswerte auslagern können. Also es sind eher so sekundäre Komponenten, die einfach für andere Teile der Anwendung bestimmte Funktionalität bereitstellen. Mit gelb markiert sind all die Komponenten, die was mit der Navigationskomponente zu tun haben. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise dazu beiträgt, dass Sie die Distanz und die Richtung zu einem Ort bestimmen können, dass Sie überhaupt ein Ziel auch als solches angeben können, das sind die Komponenten, die innerhalb der Anwendung oder in dieser schematischen Darstellung jetzt gelb markiert sind. Und alles, was mit dem User Interface zu tun hat, also da, wo wir tatsächlich dann den Nutzer und Nutzerin auch was anzeigen oder Informationen von denen brauchen, ist blau markiert. Unsere Anwendung startet hier unten in der Location List Activity. Das ist der Einstiegspunkt in unserer Anwendung und das Erste, was die Nutzer und Nutzerinnen sehen, wenn die Anwendung startet. Wir machen da zwei Sachen in dieser Activity. Wir fragen die Permissions ab, also wir bitten die Nutzer und Nutzerinnen beim Start der Anwendung nochmal darum, uns zu bestätigen, dass wir die Locations tatsächlich benutzen können. Das müssen wir machen. Also Zugriff auf die Locations ist eine Permission, die wir nicht einfach nur im Manifest eintragen können, sondern die wir nochmal explizit von den Nutzern und Nutzerinnen anfordern müssen. Das macht ja auch ein bisschen Sinn. Ich möchte nicht, dass irgendwie eine Anwendung den Ort, an dem ich gerade bin, einfach trackt, ohne dass ich das mitkriege. Ich möchte explizit jetzt als Nutzer einer Anwendung das auch oder dem auch zustimmen. Das heißt, wir müssen diese Permission
einfordern, nochmal ganz explizit, und können eigentlich unsere Anwendung nur dann initialisieren und laufen lassen, wenn wir diese Berechtigung haben. Das heißt, beim ersten Anwendungsstart wird in dieser Location List Activity hier unten diese Permission eingeholt. Dann macht diese Activity gar nicht mehr so viel. Die zeigt nur noch eine Liste der Sehenswürdigkeiten an, die es an der Uni Regensburg gibt. Und das macht sie unter Zuhilfenahme von diesem Location List Adapter. Dieses Prinzip kennen Sie bereits. Wir haben irgendwie eine Datenstruktur, in diesem Fall eine Liste von diesen Objekten hier, Destination. Das ist ein ganz normales Java-Objekt, was eine dieser Sehenswürdigkeiten repräsentiert. Also da steht der Titel und die Koordinaten von diesem Ziel drin. Und um eine Liste von diesen Java-Objekten im User-Interface anzuzeigen, verwenden wir in dieser App eine List-View, die in der entsprechenden Layout-Datei eingeblendet wird, und diesen Adapter, um die Liste der Destination mit diesem List-View zu verknüpfen. Also wir benutzen jetzt in dieser Lösung wieder diesen List-View. Sie wissen mittlerweile, dass es auch eine Alternative mit dem Recycler-View gibt. Sie möchten, können Sie das auch austauschen im Code. Wichtig ist nur, die Activity nutzt einen Adapter, um eine Liste von Destinations anzuzeigen. Das ist die Aufgabe von dieser Activity. Wenn auf einen dieser Einträge der List-View geklickt wird, dann wissen wir, wohin der Nutzer oder die Nutzerin navigieren möchte, und wir machen weiter mit dem restlichen Teil unserer Anwendung. Damit das funktioniert, damit wir diese Liste an Destinations, also an Zielen auf dem Campus, beim Anwendungsstart generieren können, sind diese beiden Komponenten wichtig: die App-Config und den JSON-Parser. In der Konfigurationsdatei finden Sie eine Liste von Zielen, von Sehenswürdigkeiten, formatiert als JSON-String. Also das kennen Sie schon aus vergangenen Aufgaben. Wir haben dieses Menschen- und maschinenlesbare Textformat, JSON, um strukturierte Informationen abzubilden. Wenn wir die in unserem Java-Code verwenden möchten, dann müssen wir die umwandeln in konkrete Java-Objekte. Das macht in unserem Fall der JSON-Parser. Und die Hierarchie ist folgende: die Activity benutzt den JSON-Parser, der aus den Informationen der App-Konfigurationsdatei eine Liste an Destinations erstellt und die an die Activity zurückgibt. Wenn die Activity diese Datenstruktur hat, diese Liste der Destinations, erstellt sie den Adapter, referenziert das ListView, verknüpft die beiden miteinander und zeigt das Ganze dann an. Das Gute, das ist alles implementiert. Also bis zu diesem Punkt ist die Anwendung implementiert. Sie könnten jetzt schon, wenn Sie die starten mit dem Startercode, die Anwendung ausprobieren, und dann würden Sie sehen, dass Sie bereits so eine Liste an Destinations in dieser Activity angezeigt bekommen. Sie können sogar auf einen dieser Einträge draufklicken und werden dann zur Navigation Activity weitergeleitet. Da funktioniert dann leider nicht mehr so viel, das müssen Sie implementieren, aber Sie sind dann an dem Punkt, wo die eigentliche Navigationsaufgabe stattfinden soll. Also die Location List Activity ist nur dafür zuständig, diese Liste an Zielen anzuzeigen, und wenn wir eins dieser Ziele ausgewählt haben, dann übergeben wir an die Navigation Activity, und da werden dann die Distanz und die Richtung zu diesem ausgewählten Ziel angezeigt. Und damit das funktioniert, gibt es wieder eine ganze Menge an Hilfsklassen, die die entsprechenden Aufgaben erledigen. Ganz wichtig ist der Navigation Controller. Hier passiert die eigentliche Arbeit mit den Positionsdaten. Der Navigation Controller, der ist unabhängig vom User Interface, der überwacht die Positionsveränderung. Also der wird später die Stelle sein, wo wir vom Android-System aktuelle Positionsdaten einfordern. Und der gibt diese Positionsveränderung als Navigation Detail weiter an registrierte Navigation Listener. Was heißt das? Was wir vom Betriebssystem zurückbekommen, sind Positionsdaten. Also wir bekommen von Android die Information zurück, Sie befinden sich gerade an diesem Ort.
Der Navigation Controller weiß, wo es eigentlich hingehen soll, also welche Destination tatsächlich aktuell das Ziel ist. Und aus diesen beiden Informationen, wo soll es hingehen und wo befinde ich mich gerade, berechnet der Navigation Controller, wie weit es noch bis zu dem Ziel ist und in welche Richtung wir uns bewegen müssen, um zu diesem Ziel zu kommen. Diese beiden Informationen kapselt er in einer Instanz von dieser Klasse Navigation Detail. Das ist einfach nur so eine Art Paket oder Container für diese beiden Informationen und gibt das an Navigation Listener weiter, die sich im Vorfeld registriert haben. Also wir haben hier wieder so einen Observer-Pattern. Andere Komponenten können sich bei dem Navigation Controller anmelden, um Informationen darüber zu bekommen, in regelmäßigen Abständen, wenn halt die Position aktualisiert worden ist, wie weit es noch zum Ziel ist und in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Unsere Navigation Activity, die verwendet diesen Navigation Controller, startet den auch, sagt ihm, welches Ziel wir aktuell anvisiert haben. Das wird bei dem Intent von der Location List Activity zur Navigation Activity kommt, mit übergeben. Und wenn dieser Navigation Controller weiß, wo es hingehen soll und die Navigation gestartet wird, dann registriert sich diese Navigation Activity auch noch bei dem Controller als Listener. Denn die Activity ist ein Navigation Listener, implementiert also dieses Interface, bietet dementsprechend die Informationen an, mit denen der Navigation Controller dann regelmäßig die Activity über das aktuelle Navigation Detail, also die Distanz und die Richtung zum Ziel informieren kann. Und diese beiden Informationen werden dann in der Activity verwendet, um die Kompassnadel auszurichten und um im User Interface die Distanz zum aktuellen Ziel anzuzeigen. Das ist ein grober Überblick über den Ablauf in der Anwendung und Sie können das jetzt, aber natürlich auch später jederzeit verwenden, um, wenn Sie selber diese Aufgabe versuchen zu implementieren, dann tatsächlich vielleicht einen kleinen Überblick darüber zu bekommen, gerade weil wir eben relativ viel Code für Sie vorgegeben haben. Sie fangen logisch gesehen an dieser Stelle anzuarbeiten, weil Sie hier dann sich damit beschäftigen müssen, wie Sie diesen Navigation Controller ausimplementieren und wie Sie die eigentlichen Positionsdaten bekommen. Die Verknüpfung von den ganzen Elementen, von den Klassen, die haben wir mehr oder weniger schon vorgegeben. Also Sie können sich dann wirklich auf diese Implementierung der Positionsdaten konzentrieren. Es gibt einen Schritt, den man vorher noch machen muss, bevor man damit anfängt, der ist hier in dieser Location List Activity zu erledigen. Da müssen wir nämlich diese Permissions einfordern und das haben wir noch nicht für Sie implementiert, damit Sie das auch mal ausprobieren können. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen anfangen, diese Aufgabe zu implementieren und diese ersten beiden Schritte, nämlich das Erfragen der Permissions von den Nutzern und Nutzerinnen und den Zugriff auf die aktuellen Positionsdaten im Navigation Controller mit Ihnen gemeinsam implementieren. Also das ist das, was ich jetzt heute vorhabe. Was Sie danach dann noch machen müssen, also nachdem Sie auf die Location-Daten zugegriffen haben, ist die entsprechenden Komponenten an den richtigen Stellen miteinander zu verbinden, die Informationen auszutauschen und dann die restlichen Sachen zusammenzubringen. Sie müssen aus den aktuellen Positionsdaten das entsprechende Navigation Detail berechnen, also Distanz bestimmen, Richtung bestimmen und diese Informationen dann innerhalb der Anwendung kommunizieren bzw. verteilen. Ich habe Ihnen das mal aufgelistet in so 5 Schritten und die ersten 1,5 Schritte, die werden wir jetzt gemeinsam implementieren. Aber hier auch nochmal ein Hinweis zusätzlich zu dem Handout, das wir für Sie bereitgestellt haben. So könnten Sie in der Aufgabe vorgehen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich bereite mal ganz kurz hier meinen Desktop vor. Ich muss ein bisschen was ein- und ausschalten, damit ich den richtigen Code finde. Was brauchen wir noch? Bin gleich bei Ihnen, Augenblick. Und dann
Kann es, glaube ich, losgehen. Also, ich habe in meinem Android Studio die Version des Sightseers, dieser Anwendung, geladen, die Sie auch sehen, wenn Sie sich das Starterpaket aus dem Ilias-Kurs herunterladen. Also das ist die gleiche Version, mit der Sie jetzt auch anfangen, die Aufgabe zu implementieren. Wenn ich das Ganze mal starte auf meinem Emulator, sehen Sie diesen Zustand hier. Also das ist das, was schon implementiert ist. Wir haben diese Liste an Zielen. Ich kann auf eins der Ziele draufklicken, lande in dieser zusätzlichen Activity. Da wird jetzt noch nichts angezeigt, weil die Informationen nicht richtig an den Navigation Controller weitergegeben werden. Aber die Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten ist schon da und Sie können auch in der zweiten, in dieser Navigation Activity aus dem Intent die entsprechende Destination auslesen, zu der es jetzt hingehen soll. Was wir jetzt machen ist, wir fangen an damit, dass wir, wenn diese Activity startet, die notwendigen Rechte vom Benutzer einfordern, um die Location-Daten in unserer Anwendung zu verwenden. Weil das haben wir in der Starter-Paket für Sie noch nicht vorgegeben. Und in der entsprechenden Activity, das ist diese Location List Activity, sorgen wir auch noch nicht dafür, dass die Nutzer und Nutzerinnen diese Berechtigung für den Zugriff auf die entsprechenden Location-Daten uns nochmal gewähren können. Das machen wir jetzt zusammen. Also ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ausgehend von diesem Zustand und natürlich auch in jeder anderen App vom Nutzer, von den Nutzerinnen die Berechtigung auf den Location-Sensor zuzugreifen einholen können. Das machen wir in zwei Schritten. Das erste ist, wir müssen in unserem Manifest die Permissions ergänzen. Also Sie schreiben in das Manifest eine zusätzliche Permission rein, die Sie anfordern möchten. Das sehen Sie hier dann auch gleich in diesem Auto-Completion schon mal vorgegeben. Was wir brauchen, ist Access Find Location, das ist der GPS-Sensor. Und falls der nicht verfügbar ist, wollen wir vielleicht auch die etwas ungenauere Lokalisierung über den Netzwerkprovider oder den Mobilfunkprovider uns dafür berechtigen lassen. Also wir schreiben in das Manifest diese beiden neuen Einträge rein und holen uns da schon mal in dem ersten Schritt überhaupt die grundsätzlichen Rechte auf diesen Sensor zuzugreifen. Das reicht aber noch nicht, weil ich habe Ihnen schon gesagt, bei diesen Permissions hier, und es gibt einige andere auch noch, müssen wir explizit darauf bestehen, dass die Nutzer und Nutzerinnen uns die entsprechenden Rechte einräumen. Also es reicht nicht, dass Sie das hier in das Manifest reinschreiben. Das können Sie machen, aber Sie werden diese Daten dann nicht bekommen, wenn Sie nicht explizit die Erlaubnis von den Nutzern und Nutzerinnen einholen. Und das machen wir in der Location List Activity. Was ich jetzt hier mache, ist, werde, wenn die App startet, in der OnCreate-Methode die Nutzer und Nutzerinnen bitten, mir die Rechte zu geben, auf die entsprechenden Sensoren zuzugreifen. Und nur wenn ich diese Rechte habe, also wenn ich positiv geprüft habe, dass die Nutzer und Nutzerinnen mir erlaubt haben, auf die Location-Daten zuzugreifen, nur dann werde ich tatsächlich mit der restlichen Initialisierung meiner Anwendung anfangen. Also nur wenn ich wirklich weiß, okay, ich habe die Rechte daran, auf diese entsprechenden Daten zuzugreifen, macht es Sinn, mit der App fortzufahren. Wenn wir die Rechte nicht haben, dann können wir die Funktionalität von unserer Anwendung gar nicht bereitstellen. Also wenn wir nicht wissen, wo unser Gerät sich gerade befindet, können wir den Nutzern und Nutzerinnen auch nicht sagen, wie weit es noch zu dem jeweiligst ausgewählten Ziel ist und in welche Richtung man sich bewegen muss. Also es macht nur Sinn, die Anwendung zu nutzen, wenn wir diese Rechte haben. Wie passiert das jetzt? Wir können ja mal in der Init-Methode, die hier aufgerufen wird, eine neue Methode
erstellen. Die nennen wir Request Permissions vielleicht. Und nein, die nennen wir nicht Request Permissions, weil es diese Methode schon gibt. Wir nennen die Request Location Sensors Permission und erstellen die auch. Also es geht jetzt nur im Moment darum, dass ich das in eine eigene Methode auslagern möchte, um den Code ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Und in dieser Methode wird jetzt der eigentliche Aufruf erfolgen, um die entsprechenden Permissions einzufordern. Das ist gar nicht so schwierig, weil das Android-Betriebssystem eigentlich alles für uns übernimmt. Also Sie müssen sich jetzt keine Sorgen machen, Sie müssen nicht selber irgendwelche User-Interfaces generieren, irgendwelche Dialoge oder sowas. Eigentlich sagen Sie nur dem Android-Framework, bitte frag mal nach, ob ich bestimmte Rechte haben kann. Und das Android-Framework generiert dann einen entsprechenden Dialog, erlaubt den Nutzern und Nutzerinnen, dem zuzustimmen oder dem alles abzulehnen und gibt ihnen dann die Antwort zurück. Was Sie machen müssen, ist, Sie müssen definieren, welche Rechte Sie gerne hatten. Und das machen Sie, indem Sie ein String Array erstellen, indem Sie die IDs bzw. die Namen der Rechte festhalten, die Sie jetzt gerne vom Nutzer, von der Nutzerin explizit bestätigt haben möchten. Machen wir das mal. Ich erstelle ein neues String Array, nenne das Permissions und das mache ich jetzt so als Literaldarstellung. Ich weiß, dass die IDs oder die Bezeichner von diesen Permissions im Manifestobjekt in der Eigenschaft Permission unter ganz, ganz vielen Strings zu finden sind. Und da trage ich jetzt das Gleiche ein, was ich auch im Manifest eingetragen habe, nämlich einmal dieses Access Find Location und Permission Access Course Location. Das sind die Permissions, die ich gerne hätte. Und jetzt sage ich dem Android-Betriebssystem, dass es die Request-Permission-Methode starten soll. Das ist eine Methode, die hat jede Activity, die müssen wir nicht implementieren. Wir übergeben dieses Array, was wir gerade erstellt haben, und daraufhin würde das Android-Betriebssystem diesen Dialog einblenden und uns dann eben oder den Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit geben, diese ganz konkreten Permissions zu bestätigen. Wenn der Nutzer oder die Nutzerin sich entschieden hat, ob wir diese Rechte haben dürfen oder nicht, werden wir zurück in unsere Activity geleitet, in eine Callback-Methode, die auch jede Activity hat, und wir kriegen das Ergebnis von dieser Auswahl zurück. Damit wir dieses Ergebnis später zuordnen können, also damit wir, wenn dieser Callback aufgerufen wird, wissen, das ist die Antwort auf diese Anfrage hier, müssen wir, so ähnlich wie wir das auch bei diesen Result-Intents gemacht haben, eine ID, einen Wert übergeben, also eine Integer-Flag, mit der wir diese Anfrage dann in der Callback-Methode tatsächlich auch wieder identifizieren können. Ich mache das mal, ich erstelle hier oben in meiner Klasse eine neue Integer-Konstante, private static final int request location per Missions. Da gebe ich irgendeinen Wert. Können Sie machen, wie Sie möchten. Sie müssen das danach dann nur wieder identifizieren können. Und ich übergebe das als zweiten Parameter. Jetzt startet der Dialog. Wir können das auch mal ausprobieren. Ich starte jetzt nochmal die App. Und dann sehen Sie hier, dass dieser Dialog erscheint und wir jetzt aufgefordert werden vom Betriebssystem als Nutzer bzw. Nutzerin zu bestätigen, ob jetzt diese Permissions, die wir hier angefragt haben, der App gewährt werden sollen oder nicht. Ich beende die App mal ganz kurz. Starten die App, wir löschen gleich den Speicher von der App, damit wir die Ausgangslage wieder haben und diesen Dialog nochmal sehen, weil wenn wir uns hier einmal entschieden haben, dann merkt sich das Android-Betriebssystem das und wir werden nicht erneut aufgefordert, diese Permissions zu bestätigen.
Wie bekommen wir jetzt das Ergebnis von diesem Dialog zurück? Also Sie haben gesehen, ich kann hier irgendwie als Nutzer draufklicken auf den Dialog, ich kann dem zustimmen oder ich kann das ablehnen. Und als App würden wir gerne wissen, wie hat sich der Nutzer, wie hat sich die Nutzerin entschieden? Das kriegen wir raus, indem wir in unserer Activity eine Methode überschreiben, die wir grundsätzlich haben, weil die jede Activity hat. Und diese Methode heißt OnRequest Permission Result. Das ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn die Nutzer und Nutzerin in diesem Dialog, den sie gerade gesehen haben, eine Auswahl getroffen haben. Was uns das Betriebssystem zurückgibt, ist ein Request-Code. Das ist der Wert in unserem Fall, den wir hier übergeben haben an die Methode. Also Sie kriegen hier mit, welche Anfrage wird hier gerade beantwortet. Sie kriegen ein Array zurück, in dem die Antworten auf die angefragten Rechte enthalten sind. Also das sind so Stringflags da drin, da steht entweder drin, Recht wurde gewährt, Recht wurde nicht gewährt. Das ist ein Array, weil man auch mehrere Permissions gleichzeitig erfragen kann. In unserem Fall haben wir hier auch zwei Permissions drinstehen. In diesem besonderen Fall, wenn wir die genaue und die weniger genaue Ortung oder Positionsdaten anfragen, wird das vom Betriebssystem zu einer Anfrage zusammengefasst. Also wir müssen nur einmal zustimmen, dass wir die Positionsdaten freigeben möchten. Es kann aber auch sein, dass Sie hier vielleicht ganz unterschiedliche Permissions anfordern und dann bekommen Sie vielleicht auch mehr als eine Antwort von den Nutzern und Nutzerinnen zurück, weil die eben nach und nach diese Rechte entweder gewähren oder ihnen eben entziehen. Also deshalb so ein Array, in dem die entsprechenden Informationen drin gespeichert sind, ob eine bestimmte Permission jetzt eingeräumt worden ist oder nicht. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir können uns anschauen, welche Anfrage wurde hier gerade beantwortet über den Request-Code. Und wenn das die Antwort auf unsere Anfrage bezüglich der Location Permissions ist, dann schauen wir uns an, was denn in diesem Permissions Array drin steht. Hier ist es übrigens, da sind die Ergebnisse drin, hier sind die Permissions nochmal aufgeführt, die wir angefragt haben. Hier stehen die eigentlichen Ergebnisse drin. Ich mache es mal so ein bisschen, dass Sie die ganze Methodensignatur sehen. Hier können wir auch noch ein bisschen Platz rausholen. Dann sieht man schon ein bisschen besser. Hier stehen jetzt die eigentlichen Ergebnisse drin. Das habe ich gerade ein bisschen falsch gesagt. Hier stehen die angefragten Permissions drin. Hier stehen die Ergebnisse für die jeweilige Anfrage drin. Wir schauen erstmal, ob da überhaupt was drin steht. Weil es könnte ja sein, dass der Dialog irgendwie beendet worden ist, ohne dass eine Eingabe erfolgt wurde. Also wenn wir irgendeine Antwort erhalten haben und wenn die Antwort auf die erste Permission, die wir eingeholt haben, das ist in unserem Fall ja eigentlich eh nur die einzige, die wir eingefordert haben, weil wir nach den Locations gefragt haben, wenn die den Wert hat, der sich im dieser Konstante hier verbirgt, Permission granted, dann wissen wir, die Nutzer und Nutzerinnen haben unsere Anfrage nach diesen Permissions positiv geantwortet. Also das ist einfach eine Flag, die irgendwo im Betriebssystem festgehalten wird. Da steht eine 1 hinter, also ist nicht spektakulär. Aber wir schauen, ob in diesem Array dieser Wert drin steht und das ist dann für uns das Zeichen, das Betriebssystem hat diesen Dialog eingeblendet. Die Nutzer und Nutzerinnen haben diese Permission freigegeben und jetzt können wir mit der eigentlichen Initialisierung der Anwendung beginnen. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle diese Methoden ausführen und der Ablauf von unserer Anwendung wäre dann, wir würden nur dann, wenn wir die entsprechenden Rechte haben, auch mit der Initialisierung der Anwendung beginnen. Ich lasse das jetzt mal ganz kurz da oben drin, weil das für den weiteren Ablauf, ups,
bisschen besser ist, wenn wir den Code nicht zu stark verändern. Wenn Sie die Anwendung selber implementieren, können Sie das dann aber natürlich gerne so ein bisschen neu strukturieren. Also sinnvoll wäre es jetzt hier an dieser Stelle sich irgendwie zu überlegen, wie gehen Sie mit diesen Rechten um, die Sie jetzt bekommen haben? Also wie sorgen Sie dafür, dass jetzt der richtige, dass die richtige Implementierung oder Initialisierung von Ihrer Anwendung vorgenommen wird? Und wie gehen Sie vielleicht auch damit um, dass die Rechte nicht freigegeben worden sind. Dass die Android-Guidelines dafür sind, dass sie, oder die Konvention ist, dass sie an dieser Stelle dann die Nutzer und Nutzerinnen nochmal darüber informieren würden, dass ohne die Freigabe von diesen Rechten die App nicht funktioniert. Also denken Sie daran, wenn Sie jetzt eine produktive App entwickeln würden, reicht es nicht hier einfach weiterzumachen mit dem Anwendungsablauf und den negativen Fall zu ignorieren. Sie sollten dann auf jeden Fall nochmal Feedback geben, warum Sie diese Rechte überhaupt eingefordert haben und warum die wichtig sind. Im Idealfall machen Sie das auch vorher. Also bevor Sie diesen Dialog einblenden, sagen Sie, meine App braucht die entsprechenden Location-Daten, weil ich möchte dir ja dabei helfen, dass du zu den Zielen findest und das geht ohne diese Information nicht. Also das noch so als Hinweis. Können Sie, oder da an der Stelle sollten Sie dann auch nochmal so ein bisschen Feedback für die Nutzer und Nutzerinnen generieren. Ich lasse das jetzt aber mal so, einfach nur aus dem Grund, weil das jetzt für den weiteren Verlauf von dieser kleinen Demo ein bisschen besser ist, den Code noch nicht zu stark zu verändern. Das werden Sie vielleicht gleich sehen, warum. Aber nochmal der Hinweis, wenn Sie selber implementieren, achten Sie darauf, dass dann diese Sachen auch gut ineinander verzahnt werden. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Vielleicht können wir so als kleinen Indikator dafür, dass das funktioniert hat, eine Log-Ausgabe erzeugen. Ich nenne den Tag Sightseer, damit ich dann identifizieren kann in der Log-Ausgabe, dass diese Ausgabe von meiner Anwendung kommt und gebe mir als String vielleicht aus Permissions granted by user. Dann importiere ich diese Klasse noch und dann führe ich das Ganze nochmal aus. Ich lösche vorher über dieses ADB IDEA Plugin, das habe ich Ihnen irgendwann schon mal gezeigt, das ist super. Damit können Sie nämlich zum Beispiel hier die App Data, also die gespeicherten Informationen der App löschen und die App neu starten und damit erreichen Sie immer diesen initialen Zustand, der auch ausgelöst wird, wenn die App das erste Mal installiert wird. Das war als kleiner Hinweis, wenn wir jetzt debuggen, dann wollen wir ganz, ganz häufig immer diesen Zustand haben, den die App beim ersten Start hat, weil da vielleicht besondere Sachen passieren, die bei einem zweiten oder dritten Start nicht passieren. Zum Beispiel dieser Dialog hier, dass wir um die Permissions bitten. Und damit Sie die App nicht immer neu selber deinstallieren müssen oder diese Daten manuell irgendwie runterlöschen möchten, würde ich Ihnen empfehlen, dieses ADB IDEA Plugin zu installieren und damit können Sie das dann in einem Klick ganz leicht durchführen. Jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert hat. Ich mache mir meinen Loghead auf. Ich filtere die Ausgaben, so dass nur dieser Tag hier verwendet wird und dann sage ich hier in meiner App, ja, ihr könnt das gerne haben und sehe da nichts. Interessanterweise schauen wir nochmal, ob es so besser funktioniert. Vorführeffekt würde ich sagen. Ich probiere es mal einmal noch aus, ob das tatsächlich funktioniert. Schau mal, ob das jetzt besser funktioniert hat. Ah, okay. Also jetzt funktioniert es. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Log beim ersten Mal ausprobieren nicht drin war. Vielleicht habe ich irgendwie vergessen, die App richtig neu zu starten. Aber Sie sehen jetzt, das hat funktioniert. Ich habe den Dialog bestätigt. Ich habe gesagt, ja, die App kann diese Rechte haben als Nutzer. Und dann bin ich auch hier an dieser Stelle in der If-Verzweigung von meiner Anwendung gelandet. Okay, jetzt haben wir die Rechte. Jetzt können wir in der App irgendwas machen. Und was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde jetzt gerne wechseln, ganz, ganz weit an eine andere Stelle. Und ich würde gerne in diesem
Navigation Controller mir aktuelle Informationen über den Ort des Nutzers oder der Nutzerin holen. Also ich möchte jetzt diese regelmäßigen Positions-Updates bekommen, die ich dann später in der Navigation Activity verwende, um die Position oder Distanz zum Ziel anzuzeigen und die Entfernung vom Ziel anzuzeigen und die Richtung zum Ziel anzuzeigen. Das mache ich jetzt in dem Navigation Controller, der ist ja dafür verantwortlich. Und was wir jetzt hier noch gemeinsam implementieren werden, ist, wir werden dafür sorgen, dass dieser Navigation Controller beim Start sich mit den notwendigen oder mit den zuständigen Stellen vom Android-Betriebssystem auseinandersetzt und die regelmäßigen Positionsupdates von dem GPS, Gerät hier in dem Navigation Controller selber tatsächlich abfängt und die dann auch vielleicht in dem ersten Schritt auf der Konsole ausgibt und in dem zweiten Schritt dann an Listener, die sich bei ihm registriert haben, weitergeben kann. Was müssen wir machen? Wir schreiben uns vielleicht mal eine Methode, die heißt Private Enable Position Updates. Da wollen wir jetzt alles machen, was notwendig ist, um die neuen Positionsdaten vom Betriebssystem in diesen Controller reinzubekommen. Und was wir hier machen müssen, ist, wir müssen am Anfang nochmal schauen, ob wir die Rechte haben, auf die Location-Daten zuzugreifen. Das ist in dem Android-Framework mittlerweile so eingebaut. Sie können bestimmte Dinge, bestimmte Funktionen nicht verwenden. Dazu gehört das Registrieren von den Location-Updates über den Location-Manager, wenn sie nicht diesen Code, so ähnlich wie mit so einem Try-Catch-Block, in eine Überprüfung der Rechte tatsächlich nochmal kapseln. Der Grund ist, es könnte ja sein, dass diese Rechte in dem Zeitraum zwischen Start der Anwendung und diesem Dialog und dem Zeitpunkt jetzt, wo wir auf die Sensordaten zugreifen wollen, ihnen entzogen worden sind. Also Permissions können auch von Nutzern und Nutzerinnen wieder über die Einstellung des Android-Smartphones bestimmten Apps entzogen werden. Deshalb müssen wir immer in unseren Apps nochmal prüfen, ob wir diese Rechte eigentlich haben, bevor wir versuchen, auf die entsprechenden Werte zuzugreifen. Das müssen wir machen. Da müssen wir uns einen Location Manager holen. Wir müssen schauen, dass wir diesen Location Manager mit unserem Controller verbinden. Also wir müssen uns als Listener registrieren und dann eine Callback-Methode entsprechend anbieten, die es uns erlaubt, diese regelmäßigen Positionsdaten abzufangen. Machen wir das mal Schritt für Schritt. Das erste, was ich mache hier in dieser Enable Position Updates Methode ist, ich frage jetzt erstmal, habe ich denn diese Rechte? Und das funktioniert natürlich in einer If-Bedingung. Ich greife auf eine Funktion zu, die heißt Check Self Permission. Also ich prüfe jetzt, ob ich bestimmte Informationen habe. Das mache ich oder dafür brauche ich den Kontext meiner Anwendung und nützlicherweise übergeben wir den hier im Konstruktor auch schon an den Navigation Controller, können den an der Stelle dann vielleicht in einer Instanzvariable abspeichern, die wir uns auch automatisch generieren können und dann kann ich die an dieser Stelle verwenden. Was brauche ich noch? Ich brauche die Permission, die ich eigentlich jetzt nutzen möchte. Das heißt, ich greife wieder auf diese ID zu, die Permission repräsentiert. Access Find Location. Und frage nach, ob diese Permission da ist. Also was ich hier zurückbekomme von diesem Aufruf hier, ist rot löst sich gleich auf hoffentlich. Was ich hier zurückbekomme, ist ein Integer-Wert und der repräsentiert wieder
die Information, die das System zu dieser Permission hat und ist für meine App entweder granted oder im anderen Fall denied. Also ich bekomme hier einen Wert zurück, entweder granted oder denied und kann damit erfragen, ob meine App in diesem Moment diese Permission hat. Das heißt, meine If-Bedingung schaut dann am Ende so aus, dass ich das Ganze wieder vergleiche mit dem entsprechenden Wert aus dem Paketmanager. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen wieder aufräumen. Ich glaube, ups. So, jetzt sehen Sie ein bisschen mehr. Also ich frage nach, habe ich die Rechte auf die Location zuzugreifen? Wenn das der Fall ist, dann können wir mit dem Registrieren von den restlichen Sachen weitermachen. Wir haben aber zwei Permissions angefordert. Wir wollen ja nicht nur wissen, ob wir die Rechte an diesen Access-Find-Locations haben, sondern auch wir wollen checken, ob wir die Rechte an der Course-Location haben, damit wir nötigen Falles, falls der GPS-Sensor nicht zur Verfügung steht, auch einen anderen Sensor benutzen können und machen dementsprechend das gleiche jetzt nochmal. Activity Compat, check Self-Permission, wieder mit unserem Kontext und wieder mit der anderen Permission, die wir brauchen. In dem Fall ist es dann die Course Location und schauen auch bei der nach. Muss ganz kurz mal überlegen, warum habe ich denn hier ungleich geschrieben? Sie mich ganz kurz überlegen. Es ist natürlich Quatsch. Wir wollen wissen, haben wir die Rechte? Und wir wollen hier natürlich auch wissen, haben wir die Rechte? Dementsprechend vergleichen wir das wieder mit dem Permission Granted und verknüpfen diese beiden boolschen Ausdrücke mit dem Und. Was heißt das nur, wenn wir diese Rechte haben und nur, wenn wir diese Rechte haben? Machen wir überhaupt weiter und beschäftigen uns damit, wie wir jetzt an die Location-Updates bekommen. Also, wir checken, haben wir die entsprechenden Rechte für den Zugriff auf diese beiden Location-Provider und wenn das der Fall ist, dann machen wir jetzt weiter und holen uns die Location-Updates vom Location-Manager. Ganz wichtig nochmal zum Hinweis, das machen wir deshalb, weil es theoretisch sein kann, dass obwohl der Nutzer oder die Nutzerin uns beim Anwendungsstart die Rechte eingeräumt hat, wir an dieser Stelle, wo wir die Rechte jetzt tatsächlich in Anspruch nehmen, die vielleicht schon wieder verloren haben, weil währenddessen der Nutzer, die Nutzerin in die Einstellung gegangen ist und unsere App diese Rechte entzogen hat. Deshalb immer dieses Kapseln von den relevanten Funktionen in diesem Permission-Check. Und wenn Sie das vergessen, dann werden Sie auch von der Android Studio IDE darauf hingewiesen und können sich dann diesen langen Code, den wir jetzt hier geschrieben haben, auch automatisch generieren lassen. Also dann wird Ihnen gesagt, Sie machen hier was, was Sie nicht dürfen. Sie müssen vorher diesen Permission-Check durchführen, soll der Code für Sie generiert werden. Also diese ganz lange Zeile hier, die müssen Sie nicht selber eingeben. Was wir jetzt brauchen, ist der Location Manager. Wir müssen also den Teil des Android-Betriebssystems ansprechen, der für den Zugriff auf diese Hardware-Sensoren zuständig ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Android-Betriebssystem abstrahiert diese ganze Hardware ein bisschen vor Ihnen. Es gibt den Location Manager, der sich eigentlich darum kümmert, mit diesen ganzen Sensoren, also mit dem GPS-Sensor oder dem Mobilfunksensor für die Ortsbestimmung zu sprechen. Und Sie kommunizieren nur mit diesem Location Manager. Sie sagen dem, ich hätte gerne aktuelle Positionsdaten oder Positionsupdates. Das sind so ungefähr meine Kriterien. Also so genau soll das Ganze sein. Der Location Manager sucht sich dann raus, welcher Sensor für Sie am passenden ist und gibt Ihnen entweder einmalig oder regelmäßig dessen Werte zurück. Also dieser Location Manager, das ist die Schnittstelle von unserer App jetzt in diesen Teil des Betriebssystems, der für die Positionsdaten zuständig ist. Ich erstelle mir den mal hier an dieser Stelle erstmal als lokale Variable.
können am Ende oder Sie sollten am Ende sich vielleicht überlegen, ob das eher nicht eine Instanzvariable ist, ob Sie das nicht an verschiedenen Stellen brauchen, ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Wir greifen wieder auf den Kontext zu. Wir holen uns einen System Service und in diesem Fall den System Service für den Location Service. Dann casten wir das Ganze noch zu einem Location Manager und haben damit Zugriff auf diesen Location Manager, der uns jetzt die Möglichkeit gibt, tatsächlich die Location Updates zu erfragen. Wenn wir dem Location Manager jetzt sagen, Location Manager Request Location Updates, das ist die Methode, die wir jetzt brauchen, dann müssen wir eben sagen, wer sich dafür interessiert, also welcher Listener soll informiert werden über diese Status-Updates. Wir müssen Kriterien dafür definieren, ab welcher Distanz einer Positionsveränderung wir uns für diese Updates interessieren. Wir müssen auch ein minimales zeitliches Intervall angeben. Also zum Beispiel sagen, wir wollen vielleicht nur alle 5 Sekunden oder alle 10 Sekunden ein Positionsupdate haben, weil viel genauer interessiert uns das gar nicht. Und wir müssen dem Location Manager sagen, nach welchen Kriterien er aussuchen kann, welcher der verbauten Sensoren für uns eine Rolle spielt. Das ist ganz wichtig. Wir sagen nicht, ich hätte gerne den GPS-Sensor oder ich hätte gerne den Mobilfunksensor oder keine Ahnung, was es in manchen anderen Smartphones für Location-Sensoren eingebaut gibt, sondern wir sagen, in unserer App brauchen wir einen Sensor, der ungefähr so genau ist, der vielleicht diese zusätzlichen Informationen, zum Beispiel sowas wie Höhe oder Richtung uns angibt oder Geschwindigkeit. Wir brauchen einen Sensor, der bezüglich vielleicht der Power Consumption so und so gut oder optimal ist. Und der Location Manager entscheidet sich dann dafür, welcher Sensor aktuell am besten diesen Kriterien entspricht. Das heißt, wir müssen jetzt so einen Kriterienkatalog zusammenbauen, um den Provider rauszusuchen, den wir für diese Updates verwenden wollen. Das mache ich in einer extra Methode. Ich erstelle eine neue private Methode, die gibt mir einen String zurück, weil dieser Provider, den wir jetzt aussuchen, über einen String definiert wird. Und ich nenne die getProviderString und werde jetzt in dieser Methode diesen Kriterienkatalog zusammenstellen, dann den Location Manager fragen, welcher Provider wohl am besten diesen Kriterien entspricht und die Antwort von dem Location Manager dann verwenden, um mich hier an dieser Stelle für diesen Provider oder für die Updates von diesem Provider anzumelden. Machen wir das mal. Die Klasse, die Sie brauchen, heißt Criteria. Sie erzeugen eine neue Instanz. Dann sagen Sie zum Beispiel, ich hätte gerne einen Sensor, der eine bestimmte Genauigkeit hat und können das über entsprechende Flags oder so definieren. Sagen wir mal, wir wollen vielleicht dann doch nur den GPS-Sensor haben, weil der möglichst genau sein soll. Wir sagen vielleicht, dass uns sowas wie Power Requirements so mittel egal sind. Also es kann ruhig irgendwie auch ein bisschen Strom verbraucht werden bei dem Sensor. Wir sagen vielleicht noch, dass wir einen Sensor haben möchten, der uns auch die Richtung angibt, in die wir uns gerade bewegen. Und das soll jetzt unser kleiner Katalog sein. Die sind zum Teil ein bisschen willkürlich jetzt gelegt. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was man da so alles machen kann. Sie können sich jetzt wirklich Stück für Stück so einen Wunsch zusammenstellen, wie Ihr Sensor dann tatsächlich funktionieren soll. Also ich sage jetzt, wie gesagt, genau soll der sein. Power Consumption ist mir relativ egal und ich möchte vielleicht mit jedem Update auch eine Richtung haben. Sie können auch noch sagen, dass Sie vielleicht eine Geschwindigkeit bekommen möchten, ist völlig egal. Es ist so eine indirekte Auswahl vom passenden Sensor, indem Sie einen Kriterienkatalog übergeben. Ich übergebe mal den Location-Sensor, den Location-Manager, den ich oben erstellt habe, hier als Instanzvariable. Und dann frage ich den, gib mir doch mal bitte den besten Provider
zurück, der diesen Kriterien entspricht, und konzentriere dich dabei auf die Sensoren, die auch tatsächlich gerade aktiv sind. Also gib mir den besten Sensor zurück, der aktuell auf dem System aktiv ist und der diesen Kriterien entspricht. Das gebe ich als Ergebnis von der Methode zurück. Dann kann ich hier oben in der Request Location Updates Methode diesen Provider, den ich da unten erzeuge, kann ich mir auch, wenn ich möchte, vielleicht mal kurz in eine Instanzvariable abspeichern, an die Methode hier übergeben. Also ich sage, ich würde gerne diesen Provider haben. Ich möchte von diesem Provider regelmäßige Updates über meine Position haben. Und ich möchte das vielleicht in einem Intervall von, sagen wir mal, 5 Sekunden, das ist ein Wert in Millisekunden, haben. Und ich möchte immer darüber informiert werden, wenn das Gerät sich irgendwie mehr als, sagen wir mal, 5 Meter oder so bewegt hat. Es kommt gleich noch ein dritter Parameter. Ich sage nur kurz, was das bedeutet. Sie fordern Updates von diesem Provider an, der nach diesen Kriterien ausgewählt worden ist. Sie wollen nicht jedes zur Verfügung stehende Update haben, sondern sie wollen immer nur dann ein neues Update haben, wenn entweder 5 Sekunden vergangen sind oder wenn sich die Nutzer und Nutzerin mit dem Smartphone mindestens 5 Meter von der letzten Position aus bewegt haben. Und dann sagen sie noch, wo das Ganze hingehen soll. Und das Ziel davon muss ein Location Listener sein. Wenn wir oben mal in unsere Klassensignatur reinschauen, dann sehen Sie, wir implementieren bereits dieses Interface. Also der Navigation Controller ist bereits ein solcher Listener, und dementsprechend können wir uns selber als Listener für diese Location Updates tatsächlich interessieren bzw. anmelden. Und wenn Sie das gemacht haben und die Methode dann ausgeführt wird, dann landen wir jedes Mal, wenn wir eine neue Position von dem Location Manager hier bekommen, über dieses Listener Interface, als wir uns hier registriert haben, in dieser Methode. Also hier kriegen Sie dann immer mit, jetzt hat sich das Smartphone bewegt, und in diesem Parameter verbirgt sich dann die neue Position. Es gibt noch ein paar mehr Methoden in diesem Interface, in denen Sie sich darüber informieren können, ob dieser Provider, den Sie hier ausgewählt haben, aktiv ist, ob der deaktiviert worden ist, ob die Genauigkeit sich vielleicht geändert hat. Wichtig ist aber erstmal diese Methode. Wir registrieren uns bei dem Location Manager für diesen Provider als Listener und werden hier informiert darüber, dass wir ein Location Update bekommen haben. Das können wir mal ausprobieren, indem wir uns das hier auf der Konsole ausgeben. Location, was können wir denn da ausgeben? New Location. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz was. Vielleicht kennen Sie das noch nicht. Die String Format Funktion in Java erlaubt es Ihnen, einen String anzugeben, zum Beispiel sowas, New Location, und dann Platzhalter in diesem String zu definieren, um zum Beispiel die Longitude, die Latitude von diesem neuen Ort dann nachträglich hineinzugeben in diesen String. Wir sagen jetzt zum Beispiel mal get Longitude und Location get Latitude, also Längen- und Breitenangaben. Was hier passiert, ist Folgendes. Ich erstelle einen neuen String, der basiert auf diesem Template, und für diese Platzhalter, die mit dem Dollarzeichen angegeben sind und wo Sie auch unterschiedliche Datenformate definieren können, werden in der Reihenfolge, wie Sie hier hinter Komma separiert weitere Parameter angeben, die Werte eingesetzt. Und dann sparen Sie sich dieses Plus, um irgendwie Strings zu verbinden, was man ja sowieso nicht machen sollte. Oder Sie sparen sich irgendwie so einen String-Builder zu machen und können damit relativ übersichtlich auch so ein bisschen komplexere Strings zusammenbauen. Also wir erstellen hier einen String
Und dabei werden diese beiden Platzhalter einmal durch Longitude und Latitude ersetzt. Das sind die Werte, die wir bei jedem Status-Update mitbekommen und die die aktuelle Position repräsentieren. Jetzt probieren wir jetzt mal aus, ob das alles funktioniert hat, indem ich vielleicht eine neue Methode ergänze. Die mache ich öffentlich. Die nenne ich Start Navigation. Und da rufe ich die Enable Position Updates Methode auf. Dann schaue ich in meine Navigation Activity. Und wenn meine Navigation Activity gestartet worden ist, das funktioniert ja bereits, wenn ich hier draufklicke, dann hole ich mir den Navigation Controller. Wir haben das so implementiert, dass das ein Singleton ist. Weiß nicht, ob das so die modernste Art und Weise ist zu programmieren, aber das ist jetzt leider in dem Code so. Vielleicht gebe ich Ihnen auch nochmal eine Lösung, wo das ein bisschen schöner formuliert ist. Aber dieser Navigation Controller soll ein Singleton sein. Es soll nur einen Navigation Controller geben. Macht ja auch ein bisschen Sinn, dass nur eine Komponente unserer Anwendung mit diesem Location Manager kommuniziert und die Informationen für alle anderen Komponenten bereitstellt. Sei es drum, das ist ein Singleton, das heißt, der Konstruktor ist versteckt und wir haben eine Methode, die heißt getInstant implementiert und mit der können Sie sich eine Instanz von diesem Navigation oder die Instanz von dem Navigation Controller dann erzeugen lassen. Also schauen Sie mal ganz kurz. Die getInstance-Methode, die schaut, gibt es hier in dieser statischen Variable schon einen Navigation Controller. Wenn nicht, dann wird einer erzeugt und es wird zurückgegeben. Wenn schon ein Navigation Controller erzeugt worden ist, also wenn diese Methode schon einmal aufgerufen wird, dann wird der Wert einfach zurückgegeben, der in dieser Variable steht. Damit stellen Sie sicher, es gibt nur einen Navigation Controller in dieser Anwendung und der wird immer über diese GetInstance-Methode wird immer die gleiche Instanz von dem Navigation Controller zurückgegeben. Dann habe ich den Controller und dann rufe ich noch einmal die Start Navigation Methode auf. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles irgendwie funktioniert hat. Ich starte die App nochmal neu. Ich stimme zu, dass wir darauf zugreifen können. Ich greife hier auf ich starte die Navigation Activity. Dann nehme ich mir mal hier meinen Location Provider oder mein Location Zeugs im Emulator und setze die Location und sehe wieder, dass das nicht funktioniert hat. Schauen wir mal ganz kurz, was das Problem sein könnte. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht haben. Jetzt debuggen wir noch die letzten Minuten. Hier auch das richtige Label verwendet. Ich gebe mir hier mal eine Information aus. Permissions are available. Und ich gebe mir hier noch mal eine Logausgabe aus. Requesting low Location Updates. Schauen wir mal, ob wir über die Logausgaben jetzt ein bisschen mehr erfahren. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Okay, schauen wir nochmal in die Logausgaben. Okay, jetzt scheint es irgendwie funktioniert zu haben plötzlich. Wir haben hier eine neue Location bekommen und jetzt sehen Sie auch, dass es wieder funktioniert. Weiß nicht ganz genau, warum da jetzt irgendwie der Wurm in diesem Logcat heute drin ist, aber wir haben es jetzt so weit implementiert, dass wir hier irgendwelche Positionen setzen können. Wir können auch unsere Route nochmal abspielen und sehen dann, dass wir wahrscheinlich auch irgendwie ab und zu neue Positionsupdates bekommen. Jetzt natürlich nicht bei jedem neuen Positionsupdate, sondern in Abhängigkeit von diesen Schwellwerten, die wir definiert haben. Aber wir haben jetzt schon mal die Positionsdaten in unserer Anwendung drin.
Und an der Stelle können Sie dann weitermachen. Sie müssen dann in dem Navigation Controller damit anfangen, diese Location Updates, die Sie hier bekommen haben, dann auch zu verwenden, um Richtung und Distanz zum aktuellen Ziel zu bestimmen, die Informationen wieder an die Navigation Activity zurückgeben und dort dann das User Interface entsprechend anpassen. Wir belassen es jetzt mal an dieser Stelle so. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, wenn Sie möchten, können Sie mir nochmal Feedback geben zu dem Stream. Ich poste auch gleich nochmal den Link zu der Feedback-Umfrage in dem Rocket Chat zumindest. Und was mich auch interessieren würde, und das können Sie uns ja in der Übung nächste Woche sagen, im Forum schreiben, wenn Sie nicht in Regensburg studieren oder jetzt auch einfach in den Chat reinhauen, ob Sie das Gefühl haben, dass dieses Erklären und dieses gemeinsame Anfangen vielleicht Ihnen ein bisschen dabei geholfen haben wird, in diese Aufgabe einzusteigen. Also nochmal, die Aufgaben sind halt auf einem gewissen Komplexitätsniveau, weil da halt drumherum so viel passiert, bis man zu dem eigentlichen Use Case kommt. Ich habe jetzt mal in dieser Woche versucht, das Ganze gemeinsam mit Ihnen anzufangen, Ihnen auch sehr viel zu erklären, diese zusätzlichen Skizzen Ihnen anzubieten. Und das würde mich einfach nur interessieren, ob das jetzt ein bisschen mehr geholfen hat und ob jetzt die Arbeit an der Übungsaufgabe vielleicht ein bisschen leichter fällt. Dankeschön und würde mich verabschieden bis nächste Woche. Wir sehen uns entweder in den Übungen in Regensburg oder wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder im Livestream. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und viel Spaß bei der Übungsaufgabe. Dankeschön.